Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und SwissKanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen im Garten, guten Abend. Wenn man älter wird, stellt sich für viele die Frage, ob sie im höheren Alter wollen, in ihrem Einfamilienhaus oder der Eigentumswohnung bleiben Falls man eine Alternative sucht, muss man sich Gedanken machen, wie man seine Immobilien möglichst gut verkaufen kann. Im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu wohnen, hat zwar grosse Vorteile. Aufs Alter hin kann Wohneigentum aber auch zu einer Belastung werden. Einerseits muss man in der Lage sein, Zinsen für allfällig noch vorhandene Hypotheken gut zu zahlen und, falls nötig, teilweise zu amortisieren. Andererseits ist man bei einer Immobilie immer wieder mal mit einem Renovationsbedarf und je nach Art der Immobilie mit kleineren oder grösseren Unterhaltskosten konfrontiert. Einige wird es auch schlicht zu viel, sich um den eigenen Garten und andere Unterhaltsarbeiten zu kümmern und sie erwägen irgendwann einen Verkauf. Wie geht man beim Immobilienverkauf am besten vor? Was bringt Makler und mit was für Kosten und Risiken muss man rund um einen Immobilienverkauf rechnen? Ich begrüße jetzt Ronny Wipfli, Kundenberater bei der Helvetia Wohle. Was sind so ein bisschen die wichtigsten Überlegungen, wenn man einen Weg eine Immobilie zu verkaufen? Ja, es sind zwei Komponenten, die ins Gewicht fallen. Das eine das ist sicher die emotionelle Komponente. Gerade wenn man jahrelang, jahrzehntelang vielleicht ein Kind gewohnt hat, Kind großzogen hat, ist das ein Prozess und eine Herausforderung, die man da mitmacht. Und sondern ist dann die Frage nach dem Preis, Preisgestaltung des Wohneigentums. Und da kommt doch einiges auf einem zu. Wie muss man dem vorgehen, wenn man jetzt plant, seine Immobilie zu verkaufen? Wie gesagt, es kommt einiges auf einem zu, angefangen von Zusammenstellungen, von jensten Dokumenten, Bankunterlagen, Grundbuchauszug, vielleicht eine Auflistung von Renovationen, Investitionen, die man gemacht hat, etc. Die Frage nach der Grundstückgewinnstür stellt sich vielleicht. Und die Frage stellt sich sicher auch äh, empfehlenswert, wenn man hier nicht eine professionelle Unterstützung mit ins Boot nehmen. Wenn man jetzt plant, sein Einfamilienhaus oder seine Eigentumswohnung zu verkaufen, ist es sinnvoll, wenn man vor dem Verkauf noch eine Renovation oder teilweise Renovationen macht, damit man vielleicht einen höheren Preis hat? Ja, man unterscheidet da ein weit zwischen einerseits so genannte Pinselrenovationen und im ganze neue ganz neuen Anstrich gibt, da Ausbesserungen gemacht vielleicht, dass Erfahrungsgemäß nicht unbedingt oder kein Impact auf einen höheren Verkaufspreis hingegen, wenn man vorher vielleicht den Wohnraum duppvergrößern oder eine Solaranlage, eine Wärmepumpe installiert hat, das kann sich durchaus positiv auswirken auf den Verkaufspreis. Ein Immobilienverkauf ist fast immer mit beträchtlichen Kosten und Aufwand verbunden. Ein Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung kann man grundsätzlich auch selber verkaufen, indem man es ausschreibt und an Interessenten präsentiert. Allerdings ist das aufwendig und man muss zuerst herausfinden, welches der optimale Verkaufspreis ist. Alternativ kann man die Hilfe von einer Immobilienmaklerin oder einem Makler in Anspruch nehmen. Die suchen potenzielle interessante erstellen der Verkaufsdokumentation, zeigen die Immobilie und helfen bei den Verkaufsformalitäten. Was kann man jetzt von einer Maklerin oder einem Makler erwarten und wie findet man sie? Also man kann von einem professionellen Makler, Maklerin sicher erwarten, dass er sie ein von A bis Z durch die ganze Komplexität vom Thema du begleiten, angefangen von der ja erwähnt dokumentierung vor der ganzen Dokumente, Suche nach potenziellen Käufer, äh, Organisation Begleitung zu Notar, eigentlich bis hin zu der Schlüsselübergabe an die neuen äh, Besitzer von Wohneigentums. Äh, das dürfen wir erwarten. Und, äh, nicht zuletzt ist es sicher auch eine persönliche Komponente. Passt dieser Makler zu einem? Stimmt Chemie? Okay, und vielleicht auch als Vertragswerk äh, noch, noch ein bisschen anschauen. Ist es prozessorientiert? Zahlt man die Dienstleistung extra Oder ist es ein dienstleistungsorientierter Makler, der dann auch die ein oder andere extra Meile geht und nicht extra verrechnet? Sie sprechen ja Kosten Mit was für Kosten muss man rechnen, wenn man jetzt den Auftrag an einen Makler gibt? Ähm, es ist regional ein bisschen unterschiedlich und auch die Höhe des Preises des Objekts äh, kann da ein bisschen eine Rolle spielen. dabei. Aber Ausschuss sind so zwei bis drei Prozent des effektiven Verkaufspreises. Ähm, die gute Marktkenntnis eines Makler und das professionelle Marketing, die ganze Herangehensweise und die Dienstleistung, die abgenommen wird, macht aber einen grossen Kostenteil wieder weg. Was muss man sonst achten, damit man am Schluss nicht den schlechten macht? Also da würde ich jetzt wirklich auf die Unterstützung von, von Profis zählen aus der genannten Gründen. und wenn man selber emotional involviert ist, verleitet einem, dass dann noch der Preis sich sportlich ein und wenn das Objekt lange vermehrt ist und man muss Korrekturen vornehmen, Preis kann das die, die, die das Objekt beobachten online, kann sich das negativ auswirken auf der Reputation und man, also von dem Objekt und man, gibt es sich der in eine denkbar schlechte Verhandlungsposition letztendlich. Danke vielmals, Ronny Wipfli. Die meisten Leute wollen gesund sein und möglichst lang leben. Gesundheit und Langlebigkeit sind dann auch ein eigentlicher Megatrend. Darum entstehen momentan viele neue Lebensführungsempfehlungen, aber auch neue Unternehmen und Geschäftsmodelle, weil man bereit ist, für eine möglichst gute Gesundheit und Langlebigkeit viel Geld zu zahlen. Wer sind Gewinner von dem Megatrend? Wie kann man auch als Private frühzeitig investieren? Und wo sind die Chancen und Risiken vom Megatrend Gesundheit und Langlebigkeit? Wir bringen Hintergrund National wieder da Geld einen guten Abend. Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Ihre Schweizer Versicherung. Und SwissKanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.